Freitag nach dem ersten Fastensonntag. Stationskirche Santi Apostoli. Zum letzten Mal begegnen einander Ostrom und Westrom. Nach einem 18-jährigen furchtbaren Krieg, dessen Beschreibung das Geschichtswerk des Prokopius unvergesslich macht, gelang es den Byzantinern, die Apenninhalbinsel den Goten wieder zu entreißen. Noch einmal ist Italien wieder römisch und kaiserlich geworden, freilich nur für 15 Jahre. Dann werden die Langobarden kommen, um endgültig jedes Band mit dem byzantinischen Hof zu zerreißen. In der Zeit zwischen der Befreiung von den Goten und der Invasion der Langobarden wurde die Kirche erbaut, in der heute die Stationsfeier stattfindet. Es war der alte Narses, der unter Papst Pelagius I. sie zur Erinnerung an den endgültigen Sieg errichten wollte. Immer wird die Basilika etwas von dem Charakter einer Brücke zwischen Orient und Okzident bewahren. Nunmehr ist auch das Recht vereinheitlicht worden. Der Papst hatte es vom Kaiser erbeten und die Pragmatica Sanctio pro Petitione Pape Virgilii verwandelte Italien als einziges westliches Territorium in einen Geltungsbereich des justizianischen Rechtes. Vigilius, der Papst der Petitio, ist der Letzte, der in den Katakomben begraben ist. Die Kirche wird Erbin des römischen Rechtes. Sie wird es am wirksamsten in der Völkerwanderungszeit verteidigen. Wenn 900 Jahre später Konstantinopel in die Hände der Mohammedaner fällt, wird sein Patriarch, der berühmte Kardinal Bessarion, nachdem er die griechische Kultur in Sicherheit gebracht und der Markuskirche in Venedig anvertraut hat, eben in dieser Kirche, deren Titel er im Leben inne gehabt hatte, seine Ruhestätte finden. Von Konstantinopel nach Wien. Dort wird für immer dem türkischen Vormarsch Einhalt geboten. Im Fußboden der Basilika der Heiligen Apostel findet sich das Erinnerungszeichen an den großen christlichen Sieg in Wien im September 1683. Herr, ich habe niemanden. Das sind die Worte des Kranken, der beim Teich Bethsaida lag. Jesus sah ihn dort liegen und da er wusste, dass es schon lange Zeit so mit ihm stand, fragte er ihn: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete: Herr, ich habe niemanden, der mir in den Teichen unterhilft, wenn das Wasser aufwallt. Wenn uns in alten und neuen Geschichten ein wirklich Unglücklicher begegnet, dann ist es der Gelähmte, von dem heute das Evangelium erzählt. Dass er seit 38 Jahren krank war, musste doch bekannt sein. Es hätte genügt, ihm zu helfen, einmal zur richtigen Zeit in den Teich zu steigen, um Heilung zu finden. Und doch hatte er in diesen langen Jahren niemanden gefunden, der ihm geholfen hätte. Ist das nicht ein beispielloses Unglück? Wenn zur Heilung dieses Unglücklichen große Summen für Ärzte und Medikamente erforderlich gewesen wären, wenn man auf den Bergen hätte Heilkräuter suchen, an seinem Bette nächtelang wachen und ihn mühsamst pflegen hätte müssen, dann wäre seine Verlassenheit nicht so erschütternd gewesen. Aber all das war nicht nötig. Der Gelähmte weiß es. Wie viel Gram liegt in jenen drei Worten, die er Jesus zur Antwort gibt? Ich habe niemanden. Ein Mensch hat für den anderen da zu sein, damit dieser Heilung finde. Es genügt, im rechten Augenblick da zu sein, um dem Freund in den Teich hinunterzuhelfen. Wer heute dem Freund hilft, dem wird morgen geholfen werden. Und doch scheinen viele das nicht zu begreifen. Die unglückliche Situation des Gelähmten ist ohne Vergleich. Seine Verlassenheit ist die schwerste Anklage gegen alle, die in der Lage waren, den Kranken zu kennen und in seiner Nähe zu sein. Keiner von ihnen hat von Liebe gedrängt, sich jemals gerührt, keiner ihm je irgendwie geholfen. Niemand, nicht einmal die, die selbst Heilung gefunden hatten und sich nun leichter als alle anderen hätten vorstellen können, in welch schrecklicher Einsamkeit der Kranke sich befand.
Wenn wir in San Pietro in Vincoli den festen Zusammenhang von Fesseln und Hindernissen betrachten konnten, scheint hier in der Kirche der heiligen Apostel im Lichte des heutigen Evangeliums eine weit angenehmere Tatsache auf, dass eine Verkettung der Heilung existiert, dass der Kette der Sünden eine solche der Verzeihung entspricht. Es ist eine herrliche Aufforderung zur Brüderlichkeit im Guten, zur gegenseitigen Liebe. So wenig genügt eine Hand, die gereicht wird, ein Wort, das tröstet. Vielleicht morgen schon, im rechten Augenblick, wird uns das eine oder andere auch zuteil werden, und wir werden nicht, wann immer an uns die Frage gestellt wird, ob wir Heilung finden wollen, als Antwort die bitteren Worte des Gelähmten wiederholen müssen. Herr, ich habe niemanden. Die Kirche Santi Apostoli wurde wahrscheinlich vom Papst Pelagius I. nach der Vertreibung der Goten durch Narses errichtet, im 6. Jahrhundert und im 18. Jahrhundert fast vollständig umgebaut. In der früheren Kirche gab es eine von Meluzzo da Forli bemalte Kuppel, die aber zerstört wurde. Die neoklassische Fassade wurde nach Zeichnungen von Valadier erbaut. Vorhalle wird Baccio Pontelli zugeschrieben. Im Inneren ist der Triumph des Ordens des heiligen Franziskus von Baccia zu sehen. In der Krypta werden die Reliquien der Apostel Philippus und Jakobus aufbewahrt. Im Hintergrund des linken Seitenschiffes das Grabmal Clemens des 14., das erste Werk des damals 20-jährigen Canova.